Meinen ersten Betrüger habe ich schon so mit meinem Namen überfordert, dass er mich nur noch lieber Herr nannte und am Ende nicht mal mehr wusste, aus welchem Land er selber kommt. Ich bin der Callcenter-Crasher und lade euch an diesem Sonntag herzlich ein, meinem Streifzug durch die Betrüger-Telefonate akustisch zu folgen. Viel Spaß dabei, nach dem Intro geht's direkt los. Guten Tag. Guten Tag, spreche mit der Paul Ruhenmüller. Rute Müller ist mein Name. Ja, ist ein bisschen schwer. Wie geht's? Ja, für Ein Deutsche ist guter es nicht Name. schwer. Genau, ich bin nicht eine Deutsche, Ja, was aber sind ich Sie denn für spreche ein Deutsch Landsmann? auch. Was sind Sie denn Bitte? für ein Landsmann? Weiß nicht. Sie wissen nicht, aus welchem Land Sie kommen? Okay. Herr Faul, wissen Sie, warum ich habe Ihnen angerufen habe? Nein. Nicht Herr Okay, Paul, ich Herr sage, Rute Müller. ah, Sie sind Herr Faul, okay. Nein, ich bin der Rute Müller. Wir kennen uns ja nicht und dazu bitte immer mit dem Nachnamen. Natürlich, natürlich. Gut. Meine lieber Herr, ich habe Ihnen angerufen, weil ich habe Ihre schönen Namen hier, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Ach, Sie haben bei uns Sie rufen jeden an, Interesse dessen an Namen Sie Online-Investitionen finden? gezeigt. Bitte? Bitte? Sie rufen jeden an, dessen Namen Sie irgendwo lesen, oder wie verstehe ich nicht? Nein, das ist die erste Mal, dass ich habe Ihnen angerufen, Herr, wegen Ihrer Anmeldung. Meine Anmeldung? Wo? Welche Anmeldung wo? Sie haben angemeldet in FX Prime Holding, Herr. Ich habe Ihnen gesagt früher, ich habe Ihre E-Mail-Adresse hier. Ruhenmoller@. Einen Moment, ich will das sehen. Ruhenmoller@mailbox.org. Ist das? Ja, ist das. Okay. So, wie gesagt, Herr, Sie haben diese Anmeldung früher gemacht. Sie haben. Wann hatte ich die gemacht? Ich kann das nicht sagen, weil ich habe gesagt, ich habe nur. Ich kann das nicht sagen, weil ich habe das gesagt, das verstehe ich. Den Satz verstehe ich nicht. Ich kann das nicht mit sicher sagen, wann haben Sie diese Meldung gemacht, weil ich kann das nicht sehen, Herr Sie Ruhenmoller. sehen meine Adresse und meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer, aber Sie sehen nicht, wann ich mich angemeldet habe. Genau. Ah, okay. So, jetzt, was denken Sie darüber? Sind Sie noch interessiert oder An was denn nein? überhaupt? Wir haben ja noch gar nicht gesagt, worum es geht. Wir sind eine Firma für Online-Investitionen, Herr. Ich Ja. habe gesagt, der Name ist FX Prime Holding. Wir sind interessiert von FCA in England. Wir haben alle die Lizenzen für das. Wenn Sie interessiert sind, Sie können bei uns eine Investition anfangen. Da würde ich mir dann gerne mal Ihre Webseite anschauen. Können Sie mir die mal bitte buchstabieren? Ich möchte Ihnen eine E-Mail schicken, Herr, weil ich habe nicht so viel Zeit für das Ja, hier. dann rufen Sie Ich mich doch möchte. bitte an, wenn Sie mehr Zeit haben, dass ich mit Ihnen reden kann. Wenn Sie keine Zeit haben, dann können Sie ja dann auflegen und mich später anrufen, wenn Sie mehr Zeit haben. Nein, Herr, ich werde nie mehr anrufen, wenn Sie Gut, möchten das dann machen. nicht. Ich werde ihn. Okay, alles klar. Lassen wir das. Ja, Für mich kein Problem. genau, kein Problem. Ich möchte auch nicht mit Betrügern arbeiten. Ich bin nicht ein Betrüger. Doch, Wenn Sie möchten das offensichtlich. glauben, das ist Ihr Problem, nicht mein Nee, das Problem, ist okay? nicht mein Problem, das ist Ihr Problem. Ich habe wieder ein schönes Video für YouTube, wo ein Betrüger sich lächerlich macht. Herr, das ist richtig, der Markt hat Genau, viele das ist Betrugerfirmen, richtig. aber nicht Das ist alle sind richtig, dass Betrüger. Sie ein Bitte. Betrüger sind und dass ich wieder ein YouTube-Video darüber gemacht habe, um vor Okay. Ihrer Plattform zu warnen. Genau. Okay, lassen wir das. Sie Kein können Problem. ja gerne beweisen, dass Sie kein Betrüger sind. Wollen Sie das nicht beweisen? Ja, Okay, ich kann wollen Sie. Ihnen die Lizenz von der Firma schicken und eine Betrügerfirma hat keine Lizenzen, Ja gut, mein lieber okay. Herr. Dann nennen Sie mir doch bitte mal die Lizenznummer. Sie brauchen mir das ja nicht per Mail schicken. Sie haben gesagt bei der FCA, richtig? Ja, FCA, genau. FCA, okay. Dann geben Sie mir bitte noch mal den Referenzcode der Lizenz. Okay,
Ich gebe Ihnen nur einen Moment. Ja. Ich werde Ihnen die Lizenznummer geben, Herr. Und ja, ich warte drauf. Okay. Ich warte drauf. Okay. Die Lizenznummer ist 777, 3x7. Ja. 911. 911. Okay. Sie können das ich prüfe es, jetzt gerade genau. Ich sage Ihnen auch gleich das Ergebnis. Was geht? Ja. Wie heißt Ihre Firma? Forex Time. Nein, das ist falsch. Die Lizenz ist für eine andere Firma. Ich weiß. Genau. Aber es ist die gleiche Firma. Nein, es ist nicht die gleiche Firma. Gut, dann gehen wir doch mal, okay. über die, die Trading-Plattform. Wie heißt Ihre Trading-Plattform? Forex Time, Herr. Ich habe Ihnen so, gesagt. So, ja, ich überprüfe das gerade. So. Der Trading-Name Ihrer Plattform ist. Nein, ist so. Ah, ja, okay, gut. So, und. Also, wie heißt Ihre Firma jetzt genau? Forex Time. Nein, nein, die Firma. Wie heißt die Firma, auf die diese Lizenz ausgestellt wurde? Exceniti UKLTD. Okay. Das ist die Name, Herr. Und Sie haben aber vorhin nicht gesagt Forex Time, sondern was haben Sie vorhin gesagt? Ich kann es ja nochmal nachhören. Okay, okay. Die okay. Website ist. Na, was denn? Herr, wissen Sie. Ich habe Ihnen gesagt am Anfang, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, dann legen Sie doch auf, Betrüger. Ich bin ein Betrüger, Herr. Doch, Sie sind ein Betrüger. Sie möchten das nicht. Sie sind ein Betrüger. Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu verlieren. Ja, ich weiß, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ciao. Du musst doch auflegen, Betrüger. Hallo? Guten Tag, Herr Düsseldijk. Wie geht es Ihnen heute? Ja, wer ist denn da? Das, also Nick, das Robinson ist bei dem Apparat. Ich rufe Ihnen wegen einer Anmeldung, dass Sie bei unserer Plattform gemacht haben über Online-Investitionen, Herr Düsseldijk. Ich werde Ihnen helfen, Ihr Handelskonto aktiv zu stellen, damit Sie können weiter mit Online-Investitionen machen. Aha. So, ich müsste Ihnen zuerst fragen, haben Sie Erfahrung mit Online-Investitionen? Nö, ich habe noch nicht investiert. Also, wir sind eine Plattform, wie gesagt, das arbeitet mit Online-Investitionen. Zum und Beispiel welche? Software, Gas Profit Up. Aha. So, wir sind eine Plattform, wie gesagt, das arbeitet mit Online-Investitionen, zum Beispiel Kryptowährungen, Forex, Rohstoffen, Gold und Silber, Aktien und so weiter. Wir haben bei uns die beste Online-Investitionenplan und die beste professionellen Finanzberater, die Ihnen helfen werden, mit Online-Investitionen zum Anfangen, damit Sie können den maximalen Profit zu erzielen. Alles, was Sie brauchen, mit Online-Handel zu anfangen, ist nur ein Handelskonto aktiv zu stellen. Das ist ganz einfach. Das dauert nur 5 Minuten. Wir werden das zusammen machen. Und dass Sie können Ihr Handelskonto aktiv zu stellen, Sie brauchen nur eine Konto aufladen oder eine Transaktion, wo die Minimumbetrag 250 Euro machen. Damit Sie können diese Kapital bei mir Handelskonto haben, mit Online-Investitionen weiterzumachen. So, Herr Düsseldijk, damit wir können das mit einem gutes und sicheren Weg machen, ich möchte Ihnen fragen, benutzen Sie eine Kreditkarte, damit wir können das mit einer Kreditkarte versuchen? Nein. Haben Sie keine Kreditkarte? Also kein Problem, wir haben noch ein anderes Weg, wir können das mit einer ganz normalen Banküberweisung probieren. Benutzen Sie vielleicht eine Online-Banking? Ich benutze Online-Banking, ja. Okay, ganz gut. Also, Sie haben bei unserer Plattform eine E-Mail gegeben. Ihre E-Mail ist heinzherbert.düsterdick@gmx.de. Ist das Ihre E-Mail? Das ist richtig, ja. Also, können Sie ganz kurz bei mir E-Mail gehen? Bitte, meine Assistentin Laura Leitner wird Ihnen die Bankdaten per E-Mail schicken, damit Sie können die Überweisung machen. Ja, ich bin auf meinem E-Mail-Konto. Okay, nur ein kleines Moment. Warten Sie bitte. Also, können Sie Ihre E-Mail aktualisieren bitte? Es muss da sein. Nö, ist nichts da. Okay, nur ein kleines Moment. Aber ich habe ja versucht jetzt...
Nochmal. Jetzt muss das da sein. Von Laura Leitner. Nein, ist immer noch nichts da. Nur einen kleinen Moment, das kommt sofort. Für 5 Sekunden Maximum ist es da. Jetzt muss das sein. Nein, jetzt ist was da. Okay, Sie haben jetzt eine E-Mail von Laura bekommen, ja? Ja. Genau, öffnen Sie diese E-Mail bitte. Ja. Also, Sie sehen da die Bankdaten, ja? Ja, richtig. EOOD. Genau. Mit diesen Bankdaten, meine lieben Herren, werden Sie beim Ihrer Online-Banking gehen und eine ganz normale Banküberweisung schaffen. Ja, aber ich möchte, darf ich auch mal was sagen oder wollen Sie die ganze Zeit reden? Ja. Also ich habe ja versucht bei Gasprofit, da wurde ich ja gar nicht weitergeleitet auf Ihre Seite. Welches ist denn jetzt Ihre Plattform genau? Also, Sie haben die Anmeldung beim Gasprofit abgemacht, aber die Hauptplattform ist Cryptos Market Plattform und wir arbeiten mit dem ganzen Online-Investitionen, Kryptowährungen, Forex, Rohstoffen und so weiter. Gasprofit App ist die Plattform, wo Sie haben nur die Anmeldung gemacht. Und die Online-Handelskonto werden Sie beim Cryptos Market haben, okay? Ah ja, okay. Gut, und was kann man bei Ihrer Plattform verdienen? Also, Sie können in die 5. bereiten in Online-Investitionen. Bitte was? In was bitte? Sie können, wo Sie wollen oder wo Sie müssen investieren. Aber wenn Sie haben Ihr Konto aktiv gestellt, ich werde Ihnen einen Termin mit einem professionellen Finanzberater von unserer Plattform machen. Er wird Ihnen rufen und er wird Ihnen mehr Informationen über den Geschäftsplan geben und Ihnen vorschlagen, wo Sie investieren müssen, damit Sie können den maximalen Profit zu erreichen. Nee, er wird Ihnen mit alles helfen. Nee, ich möchte ja speziell in Diamanten investieren, weil haben Sie gehört... Okay. Hallo, darf ich auch mal was sagen? Sie reden ununterbrochen, es ist fürchterlich nervig. Tut mir leid. Der Diamantmarkt ist ja total am Einbrechen momentan. Haben Sie gehört, was die Inder und die Chinesen gemacht haben? Ja, ich habe das gehört. Ja, was haben die denn gemacht? Über die Diamanten. Ja. Die Market in Diamanten ist gebrochen. Ja, und weiter? Ich habe das schon gesehen. Ja, was haben die denn gemacht? Ich weiß das nicht. Unser professioneller Finanzberater. Ach so, also wissen Sie es doch nicht. Ich bin nur eine ganz normales Finanzberater, meine liebe Herr. Ich werde Ihnen als Finanzberater müssen. Und Sie werden mit einer professionellen arbeiten. Ja, aber Sie sind ein ganz normaler Finanzberater und ein Finanzberater sollte sowas wissen. Ich weiß schon. Ja, aber Sie wussten es doch nicht, haben Sie gerade gesagt. Sie wussten nicht, was da passiert ist, genau. Sie wussten nur, dass es zusammengebrochen ist. Aber warum wussten Sie nicht? Also, mein lieber Herr, ich habe die Nachrichten gelesen. Ja, was stand denn in den Nachrichten? Meine liebe Herr, unser professioneller Finanzberater wird Ihnen das besser erklären. Warum fragen Sie mir das? Ja, weil Sie gesagt haben, dass Sie das wissen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was Sie wissen. Was ich wissen? Ja, genau. Was Sie wissen, möchte ich gerne wissen. Sie haben gesagt, Sie haben das in den... Ja, was haben Sie denn gehört? Ja, ich habe gehört, dass etwas mit dem Diamanten passiert ist und den Markt verbrochen ist. Und jetzt... Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt. Und ich weiß das schon. Ich habe das gestern Morgen gelesen. Aber gestern Morgen? Ich habe nicht mehr gelesen, meine liebe Herr. Verstehen Sie mich? Ach, Sie sind ein Finanzmakler, der solche wichtigen Informationen gar nicht liest? Meine liebe Herr, ich bin nicht ein professioneller Finanzberater. Ich bin nur ein ganzes normaler Finanzberater. Was ist denn der Unterschied zwischen einem professionellen Finanzberater und einem ganz normalen Finanzberater? Ein ganz normales Finanzberater, meine liebe Herr, hilft Ihnen, ein Handelskonto aktiv zu stellen. Nö, das macht normalerweise ein Account Manager. Ja, ich weiß schon. Ja, also, warum sagen Sie dann sowas? Das stimmt doch nicht.
Aber ein Account Manager kann Ihnen nicht sagen, Transaktionen zu machen. Aber mit mir, Sie werden eine 250 Euro Transaktion machen, meine liebe Herr. Okay? Gut. Genau, so. Jetzt, wenn Sie haben diese Konto aktiv gestellt, das ist nur eine Arbeit, Ihr Konto aktiv zu stellen helfen, dann ich werde Ihnen einen Termin mit unserem professionellen Finanzberater lassen, dass er hat mehr Erfahrung über diese Bereich bei unserer Plattform. Er wird Ihnen rufen und er wird Ihnen helfen, weiter mit dem Geschäftsplan zu machen, meine liebe Herr, Herr Düsterdick. Ja. Ich weiß nicht, warum fragen Sie mir das. Sie können das zu dem professionellen Finanzberater fragen. Er wird Ihnen alles gerne erklären. Okay. Wir werden das zusammen machen, die Prozedur in Ihrem Konto aktiv zu stellen und dann Sie können weitermachen. Ja. Wo liegt das Problem hier? Sind Sie ein Spanier? Nein, ich bin nicht in Spanien. Mhm. Wir haben eine Partnerschaft mit der Bank in den Spanien. Für Sicherheit sein, meine liebe Herr. Deswegen für was bitte? Eine spanische Bank. Für was bitte? Für Sicherheit sein. Das verstehe ich leider nicht, das, was Sie sagen. Für Sicherheit sein? Was ist das? Verstehe ich nicht. Herr Düsterdick. Ja. Ganz einfach, meine liebe Herr. Müssen Sie weitermachen oder nicht? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ja, also das ist ein ganz normales Kundengespräch. Wollen Sie das nicht führen? Wollen nein, Sie... nein. Wir haben... Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Warum unterbrechen Sie sich dauernd? Ich möchte gerne wissen. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Du scheiße Huren. Sie sind ein Betrüger, okay. Hallo? Hello. Hallo. This is David Elliston, Lothar. I'm calling from the financial department regarding your compensation that you need to get. Bitte? I want to show you the transaction that you need to get. Can you open computer, please? So I can show you the transaction. Ich soll meinen Computer aufschrauben? Ja. Firma has kaputt. That you invested. The Firma has kaputt. Yeah. The coins chain. Firma kaputt. You kaputt. Understand? Firma kaputt. Yes. Ja. Kaputt. Wir reden hier aber Deutsch. They didn't work with no license. No license. Okay. Und was ist deine License? No, they didn't work with a license. Ja. Und so was ist deine? Kaputt. And what's your license? You need to get. Yeah. You need to get compensation. What's your license? Bekommen. Sir, you want to get your money back or you want to make a I want to know your license. You want to know my license? I will show you a license. We are registered in the United Kingdom. We are licensed company. Okay. Yes. So, then give me your reference number. I will show you and provide you with all the information. Yo. But we need to connect. No. First, you need to give me your license, your reference number. Okay, you want me to give you? I will give you with pleasure. Okay, so spell it, please. One moment, please. Yes. I wait. Thank you for waiting. Und nicht gefunden? I don't need to know it by 044 5 8 5 2 3. No. What do you mean no? You ask for the company number I gave you. No, I ask for your reference number at the FCA, not your company number. This I will need to check. Yes, then check my. No problem. Thank you. Bye-bye, Betrüger. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Wir haben Herr Danzig. Ja, wer ist da bitte?
Ich grüße Sie, Daniel Schuster ist am Telefon vom Bullex Market. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit ganz in Ordnung. Ja, schon. Das freut mich. Es ist ja so, dass Sie sich vor kurzem auf einer unserer Webseiten schlau gemacht haben, wegen negativen Erfahrungen, die Sie im Trading gemacht haben. Ist richtig? Welche Firma sind Sie? Bullex Market. Das ist ja auf jeden Fall ein autorisiertes Unternehmen für Trading, Onlinehandel allgemein an sich. Der Name sagt mir gar nichts. Das kann ja sein, weil Sie sich in letzter Zeit mit vielen Unternehmen sich beschäftigt haben. Einer von den Gründen. Ja? Eigentlich ja nicht. Okay. Wie kommen Sie jetzt darauf, um mich anzurufen? Weil Sie ja hier Ihre Nummer eingetragen haben. Ich hoffe, ich spreche mit dem Thomas. Ja, Adamczyk. Ja, die Frage ist, wo habe ich mich eingetragen? Auf Bullex Market. Nee, das sage ich ja, die Seite kenne ich gar nicht. Ja, das kommt Ihnen wahrscheinlich ja unbekannt, weil Sie sich richtig oft irgendwohin melden. Nee, ich melde mich ja nicht oft. Ich habe auf jeden Fall ein paar wichtige Informationen für Sie und die würde ich Ihnen ja ganz gerne überreichen, wenn es Ihnen okay wäre. Dann überreichen Sie mal. Okay. Wie Sie ja selbst wissen, ist ja so, dass Sie in letzter Zeit sich auch vorher mit Trading beschäftigt haben. Ist das richtig? Nein. Ist es das erste Mal, dass Sie Trading machen oder dass Sie einen Anruf wegen Trading gehalten? Ich wüsste nicht, was Sie das angehen sollte. Ich kenne Sie doch gar nicht. Warum sollte ich Ihnen sowas erzählen? Sie wollten mir doch Informationen mitteilen. Dann teilen Sie mir doch mal Informationen mit. Das ist ja gut gesagt von Ihnen. Ich sehe, dass Sie wütend werden. Und so auf diese bitte Art was? Ja keine auf diese Art bitte kann ich Ihnen ja keinerlei Informationen senden. Ja, Sie rufen doch deswegen an. Dann teilen Sie mir doch einfach mal die Information mit, die Sie loswerden wollen. Oder wollen Sie Informationen sammeln? Aber es ist ja so, dass Sie heutzutage durch Inflation und verschiedene anderen Auswirkungen, die gerade mal auf uns zugekommen sind, können Sie ja den Wert einfach des Euros schützen, indem Sie ja in bestimmten Assetten investieren, wie zum Beispiel Rohstoffen, Indizien, Aktien oder auch Kryptowährungen. Was sind denn Rohstoffe? Rohstoffen sind ja natürlich Brennöl, Naturalgas. Ach, Sie meinen Rohstoffe, weil Sie sagten Rohstoffe. Was habe ich gesagt? Rohstoffe. Und das Wort Rohstoff gibt es gar nicht. Sie meinen Rohstoffe. Ja, Rohstoffe, es geht ja nur um den Akzent oder wie man sich ja ausdrückt, verstehen Sie? Ja, aber das Wort Rohstoff gibt es ja gar nicht. Es gibt nur Rohstoffe. In Ordnung, Sie haben recht. Wenn Sie ja kein Interesse haben, dann könnten Sie ja das mir beichten oder sagen... Ey, was soll ich Ihnen beichten? Sind Sie ein Pfarrer? Ja. Sie sind ein Pfarrer. Und ja. Sie sind jetzt dafür da, mein Seelenheil... zu verbessern, ja? Nein, sondern ich bin ja da, um Ihnen ja diese Information mitzuteilen, ja, die wir gar nicht hören wollen. Und das macht ja für mich keinen Sinn, weiterhin ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Ja, Sie haben ja bis jetzt auch keine Information mitgeteilt. Das habe ich ja bereits gemacht, aber Sie haben mich unterbrochen, indem Sie ja mir irgendwelchen Grammatik-Sachen vorspielen. Grammatik? Was ist denn Grammatik? Grammatik, habe ich gesagt, und nicht so, wie Sie sich ausgedrückt haben. Ach so, naja, komisch. Ja, vielen dann Dank, teilen Sie Doktor. Doch jetzt endlich mal mit. Ich bedanke mich, Herr Thomas. Tschüss, Betrüger. Klappt nicht dein Betrug, ne? War diese Lächeln gerade ironisch? Nein, das war nicht ironisch. Ich lache dich aus, weil du ein schlechter Betrüger bist. Deswegen lache ich dich aus. Ehrlich? Ja, du bist ein ganz schlechter Betrüger. Das ist ja schade. Ich werde dich noch nicht verbessern. Nee, kannst du ja auch nicht. Ich weiß, du bist ein schlechter Betrüger. Wenn du ein guter Betrüger würdest, da würdest du nicht anrufen. Sondern? Da würdest du betrügen, ohne dass du wildfremde Leute einfach anrufst, Daten kaufst im Internet, um dann Leute anzurufen und zu betrügen. Gute Betrüger können das so. Du bist ein schlechter Betrüger.
Vielen Dank. Und Sie sind auch ein guter Mensch. Trotzdem. Ja, richtig. Ich bin ein guter Mensch, weil ich gegen Betrüger zu Felde ziehe. Richtig. Ich bin ein guter Mensch im Gegensatz zu dir. Weil Sie ja veräppelt worden sind und dann sind ja alle Leute für Sie gleich. Nein, du bist gleich. Du bist ein gleicher Betrüger. Ja. Richtig. Vielen Dank. Aber ja, gerne. Du hast übrigens doch gesagt, du wärst ein lizenziertes Unternehmen. Wo bist du denn lizenziert? In UK. Okay, in UK. Das heißt, du bist lizenziert von der FCA? Auch. Auch? Was heißt auch? Wo noch? Wir haben hier eine Lizenznummer bei FCA. Ja, welche? Die wollten Sie ja doch gar nicht haben, oder? Doch. Sie können jetzt einfach mal die Lizenznummer. Bei der FCA, ja, sagten Sie? Ja, aber ich habe... Okay, ich habe gut, dann sagen Sie mir einfach mal die Lizenznummer. Sie können mir mal beweisen, dass Sie kein Betrüger sind. Dann geben Sie mir einfach mal die Lizenznummer. Ich muss niemandem was beweisen. Nee, kannst du nicht, weil du ein Betrüger bist. Wenn du kein Betrüger wärst, dann hättest du eine Lizenznummer. Mhm. Du bist ein Betrüger, du hast keine Lizenznummer. Herr Hadernzig, auf dem T-Punkt Hadernzig.de habe ich Ihnen ja eine E-Mail zukommen lassen. Mein Name ist Daniel. Und nennen Sie mich nicht Betrüger, weil ich habe Ihnen ja keine... Doch, ich nenne Sie Betrüger. Nennen Sie mir doch einfach mal Ihre Lizenznummer. Sie sind ja selber auf die Nase gefallen und wollen mir... Ich bin gar nicht auf die Nase gefallen. Ich mache mir einen Spaß daraus, solche Betrüger wie dich zu verarschen. Genau. Das kann ich dann nicht wahr sagen. Ja, doch, das kann sagen. Genau das kann es sein. Nenn mir doch einfach deine Lizenznummer, kleiner dummer Betrüger. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, also schon, hast du Angst? Hast du also Angst, okay? Du weißt, dass ich dich erwischt habe, ja? Okay. Nein. Doch, natürlich. Ja, dann nenn mir doch mal deine Lizenznummer. Nenn mir doch einfach deine Lizenznummer. Nein, magst du nicht? Okay. Hallo? Hallo? Ja, einen schönen guten Tag. Herr Thomas, richtig? Nee. Nicht? Wen wollen Sie bitte sprechen? Also, warten Sie mal kurz. Müsste ich erst nachlesen, wenn Sie sprechen wollen. Hadamzi, oder? Hadamzig, ja. Genau, also schön Sie zu erreichen. Mein Name ist Antonella. Entschuldigung für die Störung erstmal. Herr Hadamzi, ich melde mich aus der Firma Black Bull Market. Es geht eigentlich um Online-Handel. Ich habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt haben und wollte wissen, haben Sie auch Erfahrung damit? Wo haben Sie das gesehen? Ich habe das gesehen von dem Netz des Blockchain Security. Sie haben schon ein paar Zahlungen in Kryptos gemacht, Herr Hadamzi. Aber nicht jetzt, das ist schon ein bisschen früher. Ach so, ja, okay, gut. Mhm. Dann sagen Sie mir mal, welche Blockchain-Wallet ich dann habe. Wenn ich bei der Blockchain registriert bin, dann haben Sie ja dann sicherlich auch ganz die Wallet. Ganz genau. Wir können nicht schauen, dem Wallet, wo Sie schon registriert sind, aber wir können die Netz sehen, also dass Sie die Transaktionen im Blockchain gemacht haben. Okay, dann erklären Sie mir doch mal bitte, was die Blockchain ist. Was die Blockchain ist, soll ich Ihnen das erklären? Richtig. Also das ist die weltweit größte Plattform, wo man sich Kryptos kaufen kann. Und zwar der erste Plattform von allen anderen, die schon kennen, Binance oder Coinbase oder wie auch immer. Das ist die Muttergesellschaft von allen, genau. Die Muttergesellschaft, das sagt mir schon mal, dass Sie keine Ahnung von dem ganzen Thema haben. Die Blockchain ist keine... Dann erklären Sie mir. Ja, die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank und nicht mehr. Nein. Doch, ist es so. Das ist die Plattform. Nein, es gibt keine Plattform. Ich weiß, dass die Blockchain nur eine dezentrale Datenbank ist und diese Webseite, die erstellt ist, die gehört nicht zu einer Blockchain, weil die Blockchain hat keine Webseite. Doch, hat es. Nein, hat sie nicht. Sie sind schon schlecht informiert. Nein, ich bin sehr gut informiert. Nein, das stimmt nicht eigentlich. Ja, eigentlich stimmt's doch, ne?
Nein, das stimmt nicht. Doch, ich bin gut informiert. Ich bin Broker. Nein, Sie sind schon ja Broker. Sie können Broker sein. Ja, richtig, eben. Ne? Und ich weiß, was die Blockchain ist. Richtig, ich weiß, was die Blockchain ist. Und Sie wissen nicht, was die Blockchain ist. Entschuldigung. Ich entschuldige Ihr Unwissen nicht. Nein, warum sollte ich Sie auflegen lassen? Sie sind doch nur ein Betrüger. Sie sind doch einfach nur ein dummer Betrüger. Ja, weil ich wissen wollte, ob Sie ein dummer Betrüger sind. Und das weiß Nein, ich jetzt. Nein, ich bin keine Betrüger. Woher weißt du das? Wie kannst du das sagen? Jemanden, der weil du keine Ahnung hast, was die Blockchain ist. Und das ist Betrug? Ja, du hast keine Ahnung. Wenn du sagst, die Blockchain ist eine Plattform, dann ist es gelogen. Entschuldigung, nee, das entschuldige ich nicht. Nein, die Blockchain ist keine Plattform. Dann gehen Sie halt im Internet und schreiben Sie. Ja, genau, ich weiß, dass die Blockchain keine Plattform ist. Sie denken, ich weiß. Ich verarsche dich die ganze Zeit, dumme Betrügerin. Ich verarsche dich die ganze Zeit. Ich bin keine Betrügerin. Natürlich. Nein, okay, dann sag mir doch mal deine Lizenznummer, Blockchain. Du bist einer von denen, die man schon vielmals verarscht. Nein, noch nicht einmal. Dann sag mir doch mal deine Lizenznummer, kleine Betrügerin. Sag mir doch mal deine Lizenznummer. Ja, kann ich schon. Warum soll ich dir das schon sagen? Ja, weil du keine hast. Wenn du eine hättest, warum soll dann ich bist. Dir das so sagen? Ja, um zu beweisen, Nein, dass du kein Betrüger bist. Wir haben schon eine Lizenznummer. Ja, gut, dann sag mir die doch. Dann sag mir die das doch. Nicht sagen. Ja, weil du es nicht kannst. Nee, du kannst es nicht. Du kannst, du hast keine Lizenz. Du hast keine Lizenz, das weiß ich. Nein. Du kannst dich ja rausreden, kein Problem. Du hast auch keine Lizenz wie ein Broker. Ich brauche ja auch keine Lizenz, weil ich keine. Dann sag mir deine Lizenz. Dir einem Betrüger meine Lizenz mitteilen? Meine Brokerlizenz? Ja. Warum sollte ich einem Betrüger das mitteilen? Ich kenne dich nicht. Warum sollte ich dir das mitteilen? Ja, eben, um zu beweisen, dass du ein Betrüger bist. Ich bin kein Betrüger. Du bist auch Broker, du bist auch ein Betrüger. Nein, ich bin ein Broker, aber ich bin kein Betrüger. Doch, bist du. Ja, wie denn? Wie betrüge ich dich denn? Wie denn? Du weißt ja, wie betrüge ich dich denn? Wie betrüge ich dich? Sag doch mal, wie betrüge ich dich denn? Hallo. Komm, sag doch mal, wie betrüge ich dich denn? Also? Ja, in der Zeit, dass du gesagt hast, dass du ein Broker bist, hast du mich angelogen, weil du kein Broker bist. Erstens, das stimmt doch gar nicht, das weißt du doch gar nicht. Wie kannst du jemandem sagen, dass man Betrug ist, wenn du mich gar nichts kennst? Ich kenne dich aber, weil du sagst, dass die Blockchain eine Webseite hat. Nein, ist nicht so. Das heißt, dass du keine Ahnung hast. Das heißt, dass du dumm bist, dass du keine Ahnung hast. Mir tut es sehr leid für dich, weißt du, weil du unglücklich bist. Ich bin so unglücklich. Ich weine gleich. Ja, wir können lachen, aber leider das ist nicht. Ich lach dich aus. Ich lach dich wegen deiner Dummheit aus, richtig. Wegen deiner Dummheit. Also Sie können schon lachen, aber das ist ja die tue ich auch. Ich lache dich aus. Sie wurden vielmals angerufen vom Betrüger. Sie waren schon mit dem das hoffe ich doch, dass ich ganz oft von Betrügern angerufen werde. Und Sie denken, dass alle Betrüger sind. Nein, du bist ein Betrüger. Sie kommen jetzt in meinem Wort, dass Sie vielmals verarscht wurden. Ich wurde nicht einmal verarscht. Du bist ein Betrüger und ich habe gerne solche Anrufe wie dich. Weil ich dich verarsche die ganze Zeit. Ja, genau. So, während du mit mir telefonierst, kannst du niemanden anders betrügen. Ja, genau. Ja, genau so ist es. Gut, genau. Und? Hast du jetzt noch was dazu sagen, kleine dumme Betrügerin? Warum beleidigst du mich? Weil du ein Betrüger bist. Das ist ja keine Beleidigung, das ist ja ein Fakt. Nein, das ist eine Beleidigung. Nein, das ist ein Fakt. Du hast mich gerade beleidigt. Ja gut, dann zeig mich doch bei der Polizei an. Mach doch mal. Ja, mach ich. Ja gut, prima. Ich warte auf die Anzeige. Ja. Du wirst mich nicht anzeigen, weil du ein Betrüger bist und mit deinen realen Daten bei der Polizei mich anzeigen müsstest. Nein, genau. Ich werde dich anzeigen. Ja, natürlich. Wie die vielen hundert andere, die mich schon angezeigt haben, die aber nie die eine Anzeigung gemacht haben. Ja, ich weiß. Dann wirst du dieses Mal wirklich sehen. Ja, natürlich, genau. Wen willst du denn anzeigen?
Mein Name ist genauso, mein Name ist genauso echt wie dein Name. Ja, das ist gut. Ja, genau, das ist gut. Du hast also zugegeben, dass du eine Betrügerin bist mit falschen Namen. Es ist sehr leicht, dich zu finden durch deine Handynummer. Meine Handynummer, okay, klar, logisch. Welche Handynummer habe ich denn? Sag doch mal. Wirklich? Ja, genau, sag doch mal. Sag doch mal. Du hast hier keine Handynummer. Du bist zu dumm zu merken, dass du auf dem Festnetz anrufst. Du bist mit 752 am Ende. 752, und ist das eine Handynummer? Ja, das ist deine Handynummer. Du bist zu dumm zu unterscheiden, was eine Handynummer oder eine Festnetzrufnummer ist. Alter, bist du dämlich. Bist du dumm. Ach, doch kein Handy? Ja, genau, aber Arsch lecken? Nee, Schokolade ist so billig, da würde ich so einen gabbeligen Betrügerarsch nicht lecken wollen. Weil so bist du. Ja, so bist du. Ja, du bist eine dumme Betrügerin. Deutsche mögen Scheiße, Deutsche lieben Scheiße. Die gehen. Ja, deswegen rufen sie dich an, ne? Die geht mal auf die Toilette und hier weiß man nicht, eure Arsch. Ist das geil. Komm, reg dich noch ein bisschen auf, ärger dich noch ein bisschen. So eine ärger dich noch ein bisschen. Alter. Ja, genau, du bist doch Rassist. Kleine dumme Betrügerin. Und fertig. Nun schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass mich diese dumme Betrügerin bei der Polizei angezeigt hat. Ich habe mir extra einen dicken Ordner gekauft, in dem ich alle mir angedrohten Anzeigen abhäuften wollte. Dieser Ordner steht im Regal und setzt langsam Staub an. Das war's für diesen Sonntag. Bis Mittwoch könnt ihr euch ja durch meine Playlisten klicken, um ältere Videos anzuhören. Bis Mittwoch bleibt mir also neugierig und lasst euch nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter Crusher. Betrug in der Luft.
zielen auf die Schwachen, doch ich bin voll in Saft. 2020 war gestern, jetzt sind wir schlau. Scammer, Buche, doch ich zieh ihnen den Schlau. Sie wollen meine Infos, doch die Tür bleibt zu. Callcenter Crusher, der Telefonbetrüger Schmächter. Vergesst das Abo und die Glocke nicht, sonst kommt Crusher auch in dein Gesicht. Auch in dein Gesicht.